Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Snap. Ja, im letzten Teil haben wir einiges geschafft. Wir haben... Verzeihung. Wir haben viele Pokémon fotografiert und auch angefangen, die... diese Zeichen in der Umgebung, die wir uns hier nochmal angucken können, zu fotografieren. Die ja dann eine geheime Strecke freischalten, was ich ja schon verraten habe. Hier, da haben wir die... Haben wir schon vier Stück von. Vier von sechs haben wir. Hier am Strand dieses... Und hier haben wir... Ach, da steht auch sogar was drunter. Schatten aus wie ein Pinsir. Ich nenne ihn Pinsir-Schatten. Wow. Und diese Wolke sieht aus wie ein Smogon. Also wahrscheinlich nennt er sie Smogon-Wolke. Oh, wow. Das konnte ich jetzt kaum erkennen. Ja, und dann noch diesen Diktri-Berg. Ja, ein Diktri-Massiv. Okay. Uns fehlen noch zwei von diesen Zeichen und noch fünf Pokémon insgesamt. Und... Ich glaube, ich weiß auch so auswendig, welche das sind. Moment, ich habe jetzt gerade noch vier im Kopf. Mach mal kurz gucken. Ja, doch, genau. Ich weiß alle. Hier fehlt uns nämlich nur noch eins und halt das Zeichen. Und hier fehlen uns noch drei und das Zeichen. Und ja, dann bleibt noch eins übrig. Aber was das ist, verrate ich nicht. So, wir gehen jetzt erstmal auf den Fluss, holen uns das Zeichen von diesem Fluss und dann natürlich auch noch das fehlende Pokémon. Und das eine übrigens mit dem anderen zusammenhängt, wie wir gleich sehen werden. So. Kann ich eigentlich... Nee, Quapsels reagieren da nicht drauf. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die eigentlich vorlockt. Ich meine, ich hab ja Quapselbilder. Nee. Keine Ahnung. Egal. Ich werde mal einfach durchrasen bis zu dem Punkt, wo wir hin müssen. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht noch daran, dass man irgendwo hier auch später Rauch sieht. Da, Rauch aufsteigen, da sind wir nämlich schon fast. Und da finden wir nämlich das Pokémon und das Zeichen. Da ist nämlich das Pokémon. Ihr seht, es ist ein Gifloor, das jetzt tanzt durch die Pokéflöte. Und hier haben wir ein Zeichen, nämlich das Knogger oder... was Knogger? Nee, die Vorstufe. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Tragosso heißt es, genau. Ein Tragosso, ja. Was will ich sagen? Ein Tragosso-Felsen. Oder sowas. Gut, dann haben wir auch schon hier auf der Strecke alles erledigt. Dann rase ich jetzt einfach durch bis zum Ende. Weil ich meine, Pokémon haben wir ja. Wir haben ja jetzt keine mehr, die man wirklich toll noch fotografieren könnte. Hm. Deswegen ist es eigentlich auch egal. Muschas. Vielleicht habe ich ein gutes Muschas-Bild noch wenigstens bekommen. So. Dann müssen wir nur noch in der Höhle gleich drei Fotos machen. Und eins... ein Zeichen. War das nah. Okay, vielleicht habe ich da noch ein gutes Austauschbild. Hoi. Naja, mal sehen. Hauptsache, wir haben erstmal das Zeichen und das fehlende Pokémon hier. Und das haben wir ja beides. Und deswegen bin ich da sehr froh drüber. So, da sind wir auch wieder. Und wir haben nur 17 Bilder gemacht. Naja, immerhin. Okay, gucken wir mal. Welches ist denn gut von Gifloor? Ah, das fand ich gar nicht so schlecht. Da wird er wahrscheinlich darauf erkennen, dass er tanzt. Von daher. So, hier haben wir das Zeichen. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Muschas. Ja, ich glaube, wir haben ein gutes Muschas-Bild. Aber Austausch. Boah, das sieht gut aus. Das nehme ich mal. Okay, das war's auch schon. Dann kommen wir jetzt zu Professor Eich. Nur drei Bilder. Aber das reicht ja auch. So, Gifloor. Wie groß ist die Abbildung? 70 Punkte. Pose. Findet ihr auch sehr schön. Wunderbar. Okay. Das ist durchgewunken. So, Ausfluss ist ein bisschen zu weit links. Nicht ganz in der Mitte, aber ich glaube, es könnte noch durchgehen. Ja. Gut gemacht. Okay. Das ist um 760 Punkte besser als das vorherige. Oh. Genau. Und noch ein Zeichen. Perfekt. So, jetzt haben wir 58 Arten. Ne, 59, genau. Fehlen uns noch vier Pokémon. Willkommen zurück. So, okay. Dann gehen wir jetzt in die Höhle und ich hoffe, wir schaffen alles auf einmal. Von den Pokémon her. Wir haben uns fehlt nämlich noch ein Slimer und ein Slimog. Und dann noch ein anderes Pokémon, was wir noch hervorlocken müssen. Und dann halt noch das Zeichen. So. Ich glaube, ein Slimer war nämlich... Oh ja, das war nämlich hier. Komm mal hier, hier, Slimer.
Slimer, Slimer, Slimer. 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 Dann komm du halt her. Wie geht denn das nochmal? Scheiße. Verdammt. Wie kann ich denn der Slimer da rauslocken? Ah, komm schon, Slimer. Zeig deine schönste Pose für uns. Nicht immer mit dem Rücken. Na komm schon. Slimer. Fuck, ey. Ist doch beschissen. Verdammt. Hab ich denn später nochmal irgendwo die Chance, so einen Slimer zu fotografieren? Ich weiß das nämlich gerade gar nicht. Ach, verdammt. So. Hab ich mal einen Pummeluff gerettet. Ja, ja, haben wir ja. Genau, und hier sind die Zeichen. Ja, man sieht diese leuchtenden Dinger. Die muss man einfach fotografieren. Und ja, das sieht jetzt nicht wirklich nach einem Pokémon aus, aber wartet ab, meine Freunde, wartet ab. Bumm. Okay. Noch ein Pummeluff gerettet. Das könnte uns vielleicht noch ein gutes Pummeluff-Bild geben am Ende. Ich hab's sogar getroffen. Hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ah, da, seht mal. Ballon Pikachu, ich glaube, das hatte ich sogar noch nie, weil ich das noch nie so getroffen habe. Das ist ja geil. So. Und hier müssen wir die Pokéflöte spielen, denn hier raus entschlüpft ein Arktos. Rosanna, mache ich auch nochmal ein Bild von. Okay, ich hoffe, das reicht. Ja, das ist nicht so gut verlaufen, wie ich dachte. Verdammt, wir müssen auf jeden Fall noch Slimer und Slimer machen. Verdammt, wie kriege ich mir die am Ende? Da muss ich gleich nochmal in mein schlaues Buch gucken. Ja, und jetzt seht ihr, hier sind zwei Pummeluffs, weil ich zwei gerettet habe. Beim ersten Mal hat man nur eins, deswegen kann es sein, dass ich das Bild noch verbessern kann. Alles klar. Okay, und auf Wiedersehen. Verdammt, muss ich auf jeden Fall nochmal hier rein. Ich gucke direkt mal kurz nach. Es tut mir leid. Aber irgendwas habe ich anscheinend falsch gemacht. Sehen. Ich muss mir das gleich durchlesen, wenn ich das hier fertig habe. So, dann gucken wir doch mal. Slimer, ja, war glaube ich kein gutes. Ich versuche mal das. Aber ich glaube nicht, dass das wird. Ja, und hier haben wir das Zeichen, nämlich ein Mewtwo. Wie ihr seht, hat sich dadurch geformt. Und das kann man leider hier nicht im Spiel fotografieren. Es gibt hier kein Mewtwo, was ein bisschen schade ist, aber naja. So, und jetzt das Ballon Pikachu. Wie gesagt, das hatte ich noch nie. Das ist echt eine Premiere. Was nehme ich denn da? Ich nehme mal das. Das ist zwar ein bisschen kleiner, aber vielleicht finden sie es gut. Ah, dann nehmen wir mal das Arktos-Bild. Und das Rosanna-Bild. So, das muss eigentlich gewesen sein. Ah, die Pummel von mir auch noch. Stimmt. Ah, nehmen wir das. Da guckt die zwar ein bisschen verschlafen, aber hey. So. Dann bewerte mal, Professor Eich. Bin gespannt, was du zu sagen hast. So, Slimer. Du warst nah dran. Nichts Gutes. Gut, dann müssen wir das auf jeden Fall nochmal machen. Pikachu. Ja, ist das nicht Ballon Pikachu? Schon mal an sich 1600 Punkte. Nicht schlecht. Pose. 5400. Ah, aber leider nicht so gut. Schade. Ja, ich behalte auch das andere. Das sieht auch epischer aus mit den Donnerschocken, die da machen. Ach, scheiße, jetzt habe ich das bei... Ach, egal. Scheiße. Naja, was soll's. Lass mich mal sehen. Das ist Arktos. Wo ist die Apfel? Was? Was? Ach, komm, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Mann. Gut gemacht. Das ist doch beschissen. Jetzt muss ich auch noch ein neues Arktos-Bild machen.
Ja, Pummel auf seinem Podest, das schon mal gesehen. Brauchst nicht so erstaunt zu sein. Arschloch, ey. Jeder würde sich über so ein Bild freuen. Gibt's doch nicht. So, dann haben wir das Zeichen. Ja. So, und damit hätten wir auch schon alle Zeichen, weil im Tal habe ich schon alles. So. Willkommen zurück. Hi. Super, du hast alle Fotos von allen Pokémon-Zeichen gemacht. Hm, wenn ich mir die 6 Bilder genauer anschaue, fällt mir etwas auf. Die Pokémon-Zeichen ähneln dem Sternbild, das man von der Pokémon-Insel aus sehen kann. Das ist der Schlüssel zu diesem Geheimnis. Himmlisch. Jetzt ist es eindeutig. Einfach himmlisch. Lass mich jetzt mal ausreden, bevor du himmlisch sagst. Die Farbenwolke ist eine geheime Strecke. Jemand in der Wolke muss die Pokémon-Zeichen erschaffen haben. Du hast jetzt Zugang zur Farbenwolke. Dies könnte ein bedeutender Augenblick in der Pokémon-Forschung sein. Viel Glück. Bis bald, Todd. Ja, ich werde es mal speichern, das habe ich nämlich eben sträflich vergessen. So, und jetzt werde ich mal kurz lesen, wie ich mir Slimer gut holen kann. Als ich mit dem Zero-One-Mobil tiefer in die Höhle hinabschwebte, entdeckte ich in den ersten beiden Felsnischen auf der linken Seite jeweils einen Slimer. Sie waren zu weit entfernt, um sie in angemessener Größe auf dem Foto zu machen. Ich fotografierte sie trotzdem, weil sich nun dadurch direkt nach dem schmalen Durchgang noch 2 Slimers blicken ließen. Fotografierte ich nur das Slimer in der ersten Nische, erschien nur ein Slimer nach dem Durchgang auf der rechten Seite und umgekehrt. Dieses Slimers konnte ich dann auch mit der Pokémon-Nahrung dazu bringen, eine fotogene Pose einzunehmen. Mit den Räucherbällen musste ich sie insgesamt 3-mal treffen, damit sie sich entwickelten. Ah, okay, man muss sie also fotografieren, um sie anzulocken und dann mit Räucherbällen bombardieren. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, das versuche ich dann noch direkt mal. Und zack, da haben wir die Farbenwolke, die letzte geheime Strecke. Aber uns fehlen hier jetzt noch 2 Pokémon, eigentlich noch 3 Pokémon. Und ich gehe nicht auf die Farbenwolke, bevor ich das nicht geschafft habe. So. Springen wir das einfach mal, ne? Okay, dann werde ich die Slimes jetzt einfach erstmal totknipsen. Okay. Gut, sie drehen sich also weg. Das ist dann nicht so toll. Aber, wie gesagt, dann erscheinen auch anders, nämlich Slimers. Ach, ist jeder. Gut, das stand da eben auch, aber das war halt nicht so. Ne? Ah, und 3-mal muss ich es treffen. Okay. 2. Und 3. Badam! Und ein Slimehawk. Sehr schön. Okay, gut, das hätten wir. Ich hoffe, der erkennt die Fotos auch als gut an, der Penner. Man weiß es ja nie bei dem. Hat der immer irgendwas zu meckern, der Professor Eich. So, noch Pummeluff gerettet. Ach, schön, dass es diesen Dash-Antrieb, den Dash-Antrieb gibt. Ach, und da wurde gerade das Pikachu entführt. So. Okay, dann werde ich gleich mit dem Pokéfilter ein bisschen früher spielen. Aber wie gesagt, Ballon Pikachu hatte ich echt noch nie. Das ist die Premiere im LP. So. Kann aber schon wieder zu nah sein. Das gibt's doch nicht. Aber früher reagiert er ja auch nicht, der Penner. Ah, okay, aber er dreht vorher noch um. Okay. Okay, gut, da müssten jetzt einige Bilder dabei sein, die vielleicht reichen. Deswegen hau ich jetzt einfach ab zum Ausgang. Und wollen wir mal hoffen, dass er das jetzt anerkennt, dass ich nicht nochmal hier rein muss. Tut mir leid, ich muss gerade mein Fenster zumachen, weil es ist immer so, dass wenn man aufnimmt, dann fährt einer mit dem Motorrad vor dem Haus rum oder so und es nervt. Okay, Slimer, das sind natürlich keine guten Slimer-Bilder. Die sind dann sicherlich nicht so geil, aber egal, nehmen wir das. So, Slimog, dann nehmen wir das. Dürfte eigentlich ganz gut passen. Ja, und Arktis, guck mal, das ist so ein wunderschönes Bild. Oder das hier, aber das ist ihm wieder zu groß. Deswegen nehme ich das nicht. Ich weiß ganz genau, dass er das wieder ungeil findet. Der Penner. Ja, das nehme ich. So. Dann gibt darauf nicht Ruhe. So. Und jetzt bewerte die Fotos, du Penner. Okay, okay. So, Slimer. So. Okay, die Größe ist schon mal schlechter. Dafür ist die Pose besser, okay. Gut, das hat er wenigstens mal anerkannt. Sehr schön.
So, Slimer hoffentlich auch. Okay. Wunderbar. Gut, das hat er. Und jetzt Arktos. Und bitte. Ja, obwohl ich das andere viel schöner finde, das Bild, aber egal. Gut gemacht. Okay. So, gut, haben wir das. Und dann mit 62 Arten und nur noch ein Pokémon fehlt uns. Und ich würde sagen, das holen wir uns dann im nächsten Part. Und ja, dann werden wir das LP, denke ich mal, auch schon wieder abschließen. Wie gesagt, das ist nicht wirklich lang. Ja. Und deswegen würde ich sagen, war es erstmal für Pokémon Snap und im nächsten Teil geht's dann weiter. Also bis dann. Ciao.